Hey Leute, was draußen, ich bin Sam von Ball Design, willkommen zu einem neuen Videokanal. Heute haben wir wieder ein neues Set für euch und zwar Football Festival bei Steve Aoki. Ein Top-Set zur Champions League. Ihr seht Steve Aoki, für alle, die ihn nicht kennen. Steve Aoki ist ein Musiker, DJ, der aber auch dafür bekannt ist, dass er großer Kartenfan ist. Ich bin mir gar nicht sicher, wie er auf Instagram heißt. Auf jeden Fall postet er auf Instagram auch viel über Karten. Hat, glaube ich, auch eine große eigene Collection. Tops hat mit ihm zusammen mehrere Baseball-Sets rausgebracht gehabt. Und jetzt auch eins zum Fußball. Und die sind ganzen Karten-Sets und die ganzen Karten hier drin sind ein bisschen inspiriert halt von Steve Aoki. Wie gesagt, er ist DJ, er ist Künstler. Deswegen haben wir hier viele, ihr seht es vielleicht auch schon so, Lichter, Laser und so, wie so eine Lichtershow beim Konzert. Und ich bin gespannt, wie wir heute ziehen. Wir haben zwei Boxen. Die Boxen waren bei Tops, glaube ich, 40 Euro. Und wir sollten in jeder Box eine nummerierte Karte haben. Und in jeder vierten Box kann man ein Autogramm finden. Da bin ich mal gespannt, ob wir heute eins haben. Ich hoffe es natürlich sehr. Und zusätzlich zu den Fußballern kann man auch On-Card-Autogramme von Steve Aoki hier drin haben. Was sicherlich auch ganz cool ist. Und es ist ein ganz nice Set. Karten sehen, weil ich so gesehen habe, ganz cool aus. Und ich bin gespannt, wie es aussieht. Und was wir hier drin finden. Auch natürlich die ganzen Rookies, wie Pedri, wie Kamavinga und Co. Würden wir natürlich hier gerne ziehen. Vom BVB ist Ansgar Knauf, hat seine ersten Autogramme hier drin. Und ja, wir holen das Ganze mal raus, so sieht's aus. Und anders wie zum Beispiel bei vielen Tops on Demand Sets haben wir hier nicht ein Komplettset, sondern wir haben hier tatsächlich fünf so Päckchen drin, die sind einfach Silber. Ähnlich wie zum Beispiel bei Top Sapphire, Champions League letztes Jahr. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen das Ganze mal. Und ihr könnt uns Glück wünschen. So, dann schauen wir mal rein. Hier haben wir die erste Karte, Roberto Firmino. Hier unten steht immer, was für eine sozusagen Art Karte es ist. Das ist die Flair-Karte, bei Steve Aoki steht immer drauf. Also das Flair-Design hier mit so, wie so Feuerwerk an der Seite. Von hinten sehen die so aus, also kein großer Text, Statistik und so weiter. Sondern einfach eine nackte Karte sozusagen. Roberto Firmino. Dann haben wir hier die Soundwave-Karten. Beziehungsweise die Karte von Phil Foden. Sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Mit so Lichtern im Hintergrund. Da haben wir Kingsley Coman von den Bayern. Das ist die Laser. Sieht man, glaube ich, ganz deutlich, dass der Laser im Hintergrund steht. Hier unten steht auch nochmal Laser. Dann haben wir Marcos Alonso vom FC Chelsea, auch wieder als Soundwave, hier mit der Champions League Trophäe, was ich ganz cool finde, als Bonus. Und dann haben wir Marcos Acuña für den FC Sevilla, auch wieder als Laserkarte. Ja, an sich sind es halt so normale Karten, haben eine gute Dicke, würde ich sagen, glänzend. Ja. So, das war das erste Pack. Firmino, Foden sind auf jeden Fall schon mal sehr nice Karten. Aber bisher noch kein Rookie oder so weiter. Da haben wir eine Flair-Karte von Bernardo Silva. Da haben wir Angel Di Maria. Paulo Dybala. Roberto, Felipe Coutinho. Das ist die Main-Stage-Karte, das heißt hier die Bühne halt mit den ganzen Zuschauern hier unter, die ihn zujubeln. Und dann haben wir Sergino Dest noch für Barca. Also ich glaube, man bekommt ganz schnell eine Idee, was für eine Art Set das ist, wie Karten aussehen. Und ja, ist ein cooles Set, Karten sehen schön aus. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß, die zu öffnen. Wir bekommen hier kein Komplettset, dadurch, dass hier so Päckchen sind. Sondern, aber das Set ist nicht relativ groß. Ich glaube, mit zwei Boxen sollten wir theoretisch, wenn wir keinen Doppelten bekommen, komplett Set füllen können. Mal schauen, ob wir das schaffen. Sarabia, Ousmane Dembélé im pinken Barca-Trikot. Benjamin Mendy für City. Und Gio Reyna, Mainstage-Karte. So
meine letzte Karte. Zwei Päckchen haben wir noch. Bisher kein Autogramm, keine nummerierte. Ich bin auch vorsichtig, deswegen ich versuche auch mal die letzte Karte nicht anzuschauen, weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die letzte Karte im Pack dann nummerierte ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht auch die erste, vielleicht irgendwo in der Mitte. Wir werden es sehen. Dann haben wir Emerick Laporte, Juan Cuadrado, Lucas Hernandez für die Bayern, dann haben wir Vinicius, dann Rodrigo für Real, die Spotlight-Karte. Hätte ich jetzt gar nicht drauf geachtet gehabt, ob wir davon schon einen hatten. Rodrigo, und dann kommen wir zum letzten Päckchen. Bisher noch nichts Aufregendes bekommen, sage ich mal so. Keine Rookie-Karte, nicht unser Autogramm oder auch Parallel, aber das sollte sich oder muss sich hier jetzt ändern. Die erste Karte ist schon mal nicht. Ja, mal gucken, dann gehe ich mal von aus, vielleicht die letzte Karte. Ich hoffe natürlich auf einen guten Spieler, am besten einer der Rookies. Dann wäre es mit Jadon Sancho. Marcelo. Robert Lewandowski. Spotlight. Dann haben wir Neymar. Und die vorletzte Karte. Wir haben zwei noch. Also erstmal haben wir das Autogramm. Christoph Kramer. Sehr, sehr nice, dass wir auf jeden Fall ein Autogramm bekommen haben. Die 1 von 49 hier in grün. Christoph Kramer, Mainstage. Wahrscheinlich einer der bisschen schlechteren Autogramme, wenn ich so sagen kann. Aber hier Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach. War jetzt die vorletzte Karte. Und ich denke, wir sollten dann trotzdem noch eine nummerierte haben. Das ist Marcelo, auch zu 49, sind grün. Das heißt, zwei grüne, 2 zu 49. Und keiner von beiden wirklich der große Name jetzt. Aber ich muss sagen, hier die Autogramme, was ich ganz cool finde, ist, dass es hier so eine Box gibt, die so ein bisschen 3D aussieht. Und dann der Sticker mit dem Autogramm perfekt sozusagen reinpasst. Hier, Kramer von hinten sieht es so aus, also ganz normal. Ja, also wir haben auf jeden Fall Autogramm bekommen, nur in jeder vierten Box gibt es eins. Aber ich würde sagen, die Box war trotzdem nicht so spektakulär, wie sie hätte sein dürfen. Besonders auch mit Marcelo als Nummerierte, da gibt es, glaube ich, da haben wir auch schon gesehen, einige bessere, interessantere Spieler. Aber vielleicht jetzt in der zweiten Box. Mal schauen. Holen wir die Packs raus. Ich weiß gar nicht, wie ich sie das letzte Mal hingelegt hatte. Ob da zum Beispiel immer das erste oder immer das letzte Päckchen die nummeriert hat. Ja, aber auf jeden Fall haben wir zumindest unsere Nummerierte schon bekommen. Unser Autogramm. Und vielleicht haben wir Glück bekommen, ein zweites Autogramm. Das wäre natürlich phänomenal. Ich hoffe aber auf ein paar Rookie-Logos. Hier in der zweiten Box. Wir beginnen erstmal mit Gabriel Jesus. Der hat uns ja gleich eben, glaube ich, unser Pack mit den Nummerierten angefangen. Thomas Müller, Marcos Alonso. Also ein paar Doppelte sind jetzt wahrscheinlich auch dabei. Cuadrado und Kylian Mbappé als Laser. Zweites Päckchen. Mason Mount. Und das, also ich finde es cool. Ich weiß nicht, ob die es bei allen Chelsea-Spielern gemacht haben, aber hier sieht es auch wieder aus wie ein Bild direkt nach dem Chelsea-Gewinn. Mason Mount, also besonders für Chelsea-Fans, ist bestimmt sehr, sehr cool. Und ja, sieht einfach nice aus. Nathan Ake, Rodrigo, Dipo Coutinho und Leo Messi. Darf natürlich auch nicht fehlen. Also jetzt schon paar bessere Namen, aber noch kein Rookie-Logo. Ich glaube, viele gibt es auch nicht, aber Petri will ich auf jeden Fall ziehen eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob es Mukoko Musiala gibt, aber Petri will ich auf jeden Fall ziehen. Virgil van Dijk, dann Phil Foden, Di Maria, Longley und Vinicius Junior.
Dann haben wir Antoine Griezmann, den hatten wir bisher auch noch nicht. Thomas Müller. Dann Laporte. Mal Jadon Sancho. Und Marcos Acuña. Und jetzt kommen wir schon wieder zum letzten Päckchen. Das heißt, jetzt entscheidet sich, ob wir vielleicht nochmal ein Autogramm haben, beziehungsweise auch was für ein Nummerierter haben. Das heißt, es müsste immer das letzte Päckchen wohl sein. Also falls ihr eure Box noch nicht geöffnet habt und eure Spannung behalten wollt zum Beispiel, dann ist die Nummerierte wahrscheinlich im letzten Päckchen. Und wir schauen mal, was wir hier bekommen. Ich hoffe, dass eine Nummerierte drin ist. Besser wär's. Dann Mendy. Bernardo Silva. Christian Pulisic. Dann nochmal Robert Lewandowski. Und ich glaube, jetzt müsste unsere letzte Karte kommen. Das heißt, wahrscheinlich haben wir kein Autogramm. Und wir haben eine Thomas Müller nummeriert zu 99. Für die Bayern. Das heißt, ja, haben wir einen ganz kurzen, kleinen Recap von unseren beiden Boxen. Ich sag mal so, ich finde das Set, ich finde die Karten cool, aber die Boxen hätten doch auch gerne besser sein dürfen. Jetzt kommt nochmal die Sonne raus. Wir schauen nochmal drauf. Ich habe hier Steffen, der mir wieder beim Sleeve ein bisschen geholfen hat. Ich habe mal Messi einsleeven lassen. Kann man, glaube ich, nie was mit verkehrt machen. Dann schauen wir uns so beiden Nummerierten mit Thomas Müller und Marcelo, zwei erfahrene Spieler. Marcelo zu 49, Müller zu 99. Und dann hatten wir das Glück, ein Autogramm zu bekommen mit Christoph Kramer zu 49 von Borussia Mönchengladbach. Ja, auf jeden Fall coole Karte. Christoph Kramer, Weltmeister, hat im Finale damals auch gespielt. Ja, aber natürlich gab es auch größere Namen. So, ja, das waren unsere beiden Boxen. Ich hoffe, es ist gefallen. Falls ihr euch auch welche geholt habt und die geöffnet habt, könnt ihr gerne wie immer in die Kommentare schreiben, was ihr so bekommen habt oder uns auf Insta-Stories verlinken. Und ja, schreibt mal eure Einschätzung zum Set und vielleicht zu unseren Boxen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Snited. Ciao, ciao.